Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer neuen Episode zu Pacific Drive. Wir sind im 7. Part und ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der letzten Episode haben wir uns durch die Story gekämpft und ein Experiment mit Oppi gestartet und sind durch eine, ja, sag ich mal, Anomalie gesprungen mit unserem Auto. Und jetzt sind wir wieder hier. Tatsächlich in ganz gutem Zustand. Ich muss noch ein bisschen weiter reparieren. Wir sind jetzt hier direkt im Anschluss der letzten Episode und haben es aber ganz gut zurückgeschafft. Ich habe meine Ressourcen schon verräumt und jetzt wollen wir natürlich diese auch nutzen, um ein paar Upgrades zu bauen. Denn wir haben hier schon wieder einiges in der letzten Episode geholt. Freut mich sehr. Aber als allererstes wollen wir uns die Mackenmaschine anschauen. Das Ding ist ein interessantes Gerät und ich erkläre euch das gleich. Aber bevor wir das anfangen, wie immer, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal. Und ich hau jetzt einmal ganz kurz unseren Mülleimer hier an. Denn manchmal, wenn man von einer etwas längeren Tour rauskommt. Gut, mein Auto ist in sehr gutem Zustand, deswegen haut der mir hier nicht wirklich sinnvolle Sachen raus. Wenn man sehr zerstört ist, dann schmeißt er auch ziemlich viel Sinnvolles raus. Aber da wir hier jetzt in den letzten Episoden ganz gut rauskamen aus der Nummer, lässt er uns leider nicht sehr viel Zeug da. Aber gut, Mackenmaschine. Das Ding ist recht interessant, denn tatsächlich entwickelt euer Auto über die Zeit Macken. Das heißt, ja, was ist ein Beispiel? Keine Ahnung, ihr fahrt rückwärts und die Motorhaube geht auf oder so blöde Sachen. Oder ihr fahrt nach links, das Auto hupt. Also immer so eine Sache, du machst eine Sache und es passiert irgendwas, was du nicht willst in den meisten Fällen. Mir ist jetzt tatsächlich noch nichts aufgefallen. Wenn euch was auffällt an Macken, keine Ahnung, es geht immer eine Tür auf oder sowas, dann schreibt mir das. Das wird mich, das hilft mir extrem tatsächlich, weil nicht immer fällt mir das auf. Und jetzt aktuell wissen wir natürlich überhaupt nicht, da ich jetzt keine Ahnung oder mir noch nichts aufgefallen ist. Wir können jetzt zum Beispiel mal sagen, weiß ich nicht, was haben wir gesagt? Auto, wir sagen mal Auto, kollidiert, also ich habe einen Unfall. Dann geht eine Tür vorne links auf. Na, so. So, jetzt soll ich das fragen. Dann sage ich, ja, das ist es. Und jetzt sagt er mir, okay, irgendwie, das war falsch geraten. Ne? Und jetzt habe ich nur so und so viele Versuche. Ich kann jetzt hier auch gucken, wie viele Macken ich offensichtlich schon habe. Also mein Auto hat zwei Macken. Aber ich kann euch wirklich nicht sagen aktuell, welche das sind. Von daher müssen wir wohl abwarten, bis sie sich bemerkbar machen. Aber vielleicht ist auch gut, wenn sie sich noch nicht bemerkbar gemacht haben, weil dann sind es anscheinend Sachen, die jetzt nicht so dramatisch sind, sage ich mal. Gegen später, wenn man die Mackenmaschine ein bisschen upgradet, kann man sich da auch Tipps geben lassen, die einem dann helfen, eine Diagnose zu starten. Das heißt, dann weiß ich einfach ein bisschen besser, ah, okay, daran könnte ich, oder das könnte es sein, oder ich muss mir den Scheinwerfer mal genauer anschauen, oder irgendwie so Sachen, ne? Wenn ihr das grob versteht, wie ich das erkläre hier. So, ich glaube, mein Auto ist jetzt erstmal gut genug repariert. Dann tanken wir noch auf, glaube ich, müssen wir noch. Ja, der ist noch nicht voll. Und dann schauen wir mal nach Upgrades, was da so geht, weil wir haben jetzt echt ordentlich Energie wieder gesammelt. Guck mal ganz kurz hier drauf. Auto ist gut, das heißt nur der Kofferraum ist offen. Perfekt. Schauen wir uns mal das hier an. 7,8 Stable Energie haben wir. Da können wir auf jeden Fall was upgraden. Hier so fortschrittliche Sachen, da braucht man dann schon labile Energien, die man erst viel später tiefer in der Zone bekommt, sage ich mal. Ich fange jetzt mal von hinten an, was es hier so gibt. Turbolight-Motor. Dieser 4,9 Liter Kraft Paket mit 8 Zylindern ist mit einem Turbolader elektronischer Mehrpunkteinspritzung mit Tor. Ihr seht, ich bin totaler Autoexperte. ich date das ab. Besserer Motor nehme ich. Das Ding ist, wir müssen den auch noch bauen. Und ich befürchte, ich gucke jetzt mal ganz kurz. Turbolight Motor, weil der ist deutlich stärker, will ich behaupten. Ja, okay. Habe ich nicht im Ansatz. Wir brauchen Stahlbleche, das könnte ich bauen tatsächlich. Aber Gasflaschen brauche ich und vor allem Thermosaftkristalle. Das sind diese roten Kristalle, die teilweise aus gepanzerten Türen oder auch aus Touristen entspringen. Aber
sonst eine Ressource, die man erst deutlich später bekommt. Das heißt, es war vielleicht ein Upgrade, was jetzt deutlich zu früh kam, weil ich kann es einfach noch nicht bauen. Aber gut, ich hab's schon mal. Guck mal, was man noch so bauen können. Limpulsermittler. Das baue ich mal. Das ist eine Stoßstange. Vielleicht können wir die ja schon bauen. Ist die hier? Ja. Die kann ich bauen. Das mache ich. Zack. Jetzt passt mal auf. Jetzt können wir uns das mal anschauen. Hier, dann kann nämlich auch endlich mal diese primitive, hässliche Stoßstange hier weg. Und wir haben einen Impulsermittler, Emitter heißt das Ding. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das dazu da, wenn sich zum Beispiel ein Häschen, hier so ein Stromhäschen oder so an einem festklammert, kann man das damit wegschlagen. Verhindere damit, dass ungewollte Passagiere sich an dein Fahrzeug heften. Das nehmen wir. Es handelt sich hierbei nicht um einen schlechten Wortwitz, sondern um ein sorgsam kalibriertes Gerät, das pro Sekunde tausende elektromagnetische Impulse in zufälligen Intervallen ausstoßen kann. Jo, das nehmen wir. Hört sich gut an. Jetzt kann man das aktivieren. Und sieht auch noch cool aus. So, dann nehmen wir die primitive Stoßstange. Die können wir jetzt mal hier reinhauen. Da ist noch Platz. Und ihr seht alle unsere Teile, die wir in der letzten Episode, vorletzte Episode war es, hier reingehauen haben, sind jetzt abgegradet, beziehungsweise nicht abgegradet, sondern repariert. Und das ist natürlich schon mal sehr, sehr viel wert. Da brauche ich Leiterplatten für einen Spind. Okay, wenn meiner voll ist. Leiterplatten könnte ich auch gleich updaten. Oh, was ist hier? Das brauche ich. Na klar, Staubsauger selber bauen. Das nehme ich. Definitiv. Vielen Dank. Zip. Oh, ich liebe das, wenn ich so ganz easy so viel Energie habe, dass ich einfach alles updaten kann. Guckt mal hier, das haben wir in der letzten Episode gebraucht. Elektriker-Kit. Dafür muss ich Ersatzglühbirnen-Kit erst updaten. Dann machen wir das auch. So. Vielen Dank. Und dann müsste ich das Elektriker-Kit updaten können. Ja. Oh, und ich kann jetzt auch... Ah, da brauche ich labile Energie für. Okay. Aber das kann ich machen. Okay, dann machen wir das noch. Elektriker-Kit, perfekt. Kann ich elektrische Schäden und halt diese Schlösser vor allem knacken. Damit. Jetzt habe ich nur noch 0,6. Das reicht wahrscheinlich für nichts mehr. Oh doch, für das. Dann brauche ich noch zwei Stahlbleche. Dann habe ich einen zusätzlichen Spind. Das finde ich gut. Stahlblech. Dann gucke ich auch gleich mal. Guck mal hier, ein Elektriker-Kit. Brauche ich auch direkt mal zwei. Habe ich einfach dann dabei. Finde ich gut. Reparatur-Kit bauen wir noch eins. So, und dann baue ich den Spind. Und dann haben wir unsere Energie ordentlich eingesetzt. Bestätigen. So, den nehmen wir hier raus. Großer Spind ist das. Okay, wo kann der hin? Da hinten. Oh, den Platz finde ich gut hier. Oder? Machen wir einfach direkt neben den anderen. Wir machen direkt neben den anderen. Können wir hier alles reinhauen. Nice. Ja, ja, weil das Ding ist bald voll, ne? Also es ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. So, dann machen wir das so. Jetzt haben wir Mechaniker. Ich brauche Abdichtkits noch zum Reparieren unterwegs. Die sind eigentlich immer am günstigsten, Abdichtkits. Das ist sehr gut. Okay. Und vielleicht... Boah, es ist alles schon wieder kaputt hier. Seht ihr das? Ich nehme mal noch die Ressourcen hier mit. Mein Staubsauger, mein... eigentlich alles, was ich dabei habe, ist quasi fast kaputt. Also muss ich eigentlich schon in das Ersatz dafür bauen, bevor ich losgehe, weil sonst habe ich die Ressourcen wieder nicht dabei. Habe ich alles? Ja. Um das on the fly dann in der Welt zu bauen. Wisst ihr, was ich meine? So, alles klar. Ja, Vorbereitung ist alles. Dauert einen Moment, aber nicht schlimm. Ja, tun wir doch auch, oder? Den kann man den nochmal aktivieren? Habe ich doch gerade schon aktiviert. Ah, der gibt mir... Guck mal, okay. Der gibt mir zumindest mal schon mal einen Verschrotter. Das ist sehr gut. Dann haben wir da schon mal ein Update für. Dann können wir die hier nehmen und nehmen einfach alles hier raus.
So, zack. Oh, und ich habe in meinem Koffer auch noch die Perle, die wir letztes Mal gesammelt haben. Das ist sehr gut. Hauen wir die Ressourcen hier rein. Weil, die nehme ich direkt. Und diese Perlen können wir in den Verschrotter reinhauen. Müllperle. Und ihr seht, die gibt ordentlich Zeug. Das finde ich sehr gut. Ich hätte jetzt mal auch das mit dem Staubsauger machen können. Den haue ich mir jetzt mal auf die 5. Und dafür die Fackeln. Upsala. Fackeln auf die 6. So. Okay. Dann hauen wir die Sachen hier rein. Und das Zeug hier rein. Das sind jetzt alles so Sachen, die mache ich vielleicht in den nächsten Episoden vorher. Damit ihr jetzt hier nicht jedes Mal, höchstens ihr wollt das, aber damit ihr jetzt nicht jedes Mal zuschauen müsst, wie ich hier Sachen wieder baue und Vorbereitungen treffe und so weiter, sodass wir schneller wieder in die Zone kommen, sage ich mal. So. Und eine Fackel. Ich glaube, jetzt habe ich alles doppelt gebaut, was ich dabei habe. Jetzt habe ich natürlich auch wenig Platz hier. Aber das ist jetzt halt einmal so. Wie gesagt, die Sachen gehen eh gleich kaputt und dann habe ich sie schon mal dabei. So, okay, das sieht doch gut aus. Dann würde ich sagen, sind wir abfahrtbereit. Planen wir unsere Route. Sie hat ja nur gesagt, wir sollen noch mal rausfahren. Also nehme ich an, wir fahren jetzt einfach in irgendein Gebiet, erkunden das. Ist eigentlich egal welches. Schauen wir uns das mal an. Da ist Nebel, da ist Fragezeichen. Nebel kennen wir ja schon. Na, machen wir das. Alles dreht durch. Okay, da haben wir noch nichts dafür. Niedrige Ressourcendichte, na, schade. Alles andere ist okay. Ein Lastwagen, den wir noch nicht gescannt haben, und zwei Anomalien. Entführer links, rechts und dann noch zwei Sachen. Okay. Und wir brauchen ein Kalem, um da rauszukommen aus der Zone. Also, den sammeln wir. Rein, raus. Und dann sollten wir die Mission eigentlich erfüllt haben. Wir sind jetzt nachts draußen. Haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gehabt, glaube ich. Oder wie viel Uhr ist es? Naja, 5 Uhr PM, bis wir dort sind, ist es Nacht. Heißt, wir brauchen auf jeden Fall unseren Scheinwerfer. Müssen wir ein bisschen auf unsere Energie achten, auf unsere Batterie. Aber gut, finde ich auch mal gut. Sind wir mal nachts draußen. Und können wieder ein paar Ressourcen sammeln und scannen. Und vor allem neue Energie, Energie für Updates, Updates. Bin so süchtig nach diesem Spiel. Guckt mal, wir haben jetzt das geplant. Man kann jetzt aber auch hier hinfahren. Also man ist da nicht limitiert. Aber hier wissen wir zumindest, was auf uns zukommt. Auch wenn ich nicht ganz sicher bin, was alles dreht durch nochmal bedeutet. Aber gut. Lass deine Hände beim Fahren. Was war das? So, jetzt schauen wir mal, was gibt diese Zone für uns. Da sind die Anker. Alles dreht durch. Das gucken wir uns jetzt direkt mal an. Oh, ich habe hier ganz viele Sachen, die ich nicht weggeklickt habe. Alles dreht durch. Hier. Hohe magnetische Interferenz in Kombination mit einem breiten Spektrum an atmosphärischen Anomalien bedeutet, dass in diesem Bereich des Sperrgebiets alles andauernd verrückt spielt. Oh, ja, super. Und es fängt an zu regnen. Okay. Ich würde sagen, wir fahren direkt hier raus. Also links diese Dirt Road entlang, die zwei Häuser mitnehmen, Energie, Energie, fertig. Oder? Ja, so machen wir das. Mal einen Scheinwerfer an. Darf es dann bloß nicht gleich die Dirt Road verpassen. Links geht die weg. Dann gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Das ist jetzt wirklich ein kurzer Trip, den wir machen. Einfach nur, um diesen Auftrag zu erledigen. Fahre kurz mal raus und halt zusätzlich wieder ein bisschen Energie mit nach Hause zu bringen. Ich will im besten Fall mein Auto möglichst unbeschädigt zurückbringen. Kidding me right now, Bobby? You saw it too, didn't you? Tell me you saw it too. Saw what? What do you mean, what? The hallucinations, like the ones from 1961. It happened again, just a quick blip, like blinking your. Wait, you didn't see it? I was in a total blackout. Colossal Cappy fried my systems. Right, because sending the driver headfirst into Cappy didn't work out like you said it would. Big surprise. Spare me, Francis. The driver's alive and your remnants verified. Isn't that all you wanted? Now, why are you two yapping about the mass hallucination? When Cappy amplified the remnant signal, it triggered another hallucination event.
but it only lasted 3 seconds this time. And not only that, we picked up that its source was northwest of us, specifically... Yeah, somewhere in the deep zone. That's impossible. It's been 40 years. Okay, also wir haben jetzt offensichtlich was getriggert dadurch, dass wir da durchgefahren sind, was ja auch so ein bisschen die Intention war. So, und ich, oh, das ist eine gepanzerte Platte. Ich bin jetzt hier gerade an einem Squire. Und das sind ja die Autos, an denen gepanzert... Oh, ich muss aufpassen. Wenn ich nachts den Scheinwerfer laufen lasse, das ist nicht gut. Das draint die Batterie extrem schnell. So, dann hier raus. Nehmen wir den mal kurz. This hallucination wave that triggered, we picked up its waveform. And turns out, it's equal and opposite to the Remnant's waveform. They're paired signals. It means they're related. And what's more, if we bring that car to whatever this mass hallucination source is, we have a chance of nullifying the Remnant and breaking its bond with the driver. A simple destructive interference. This is insane! After all this time, we find a Remnant, lead on the mass hallucinations of 61, and a possible way to free the driver? Pitch me, Francis, because this is the best thing that's happened in decades. Just when things were getting dull. The Remnants were the key to the mass hallucination. This whole time. Yes, and you nearly destroyed it. I need to go. This is you, Francis. Okay. We have so much work to do. I know. I've already pulled every report on the mass hallucination event. Driver, listen, you stay safe out there. We'll report back to you once we've gone through all of this data. There's a lot of it. And be careful. He's not in the right mind, okay? So, watch yourself. Also, ja, das ist jetzt ziemlich viel, was hier gerade passiert. Tatsächlich scheinen sie jetzt rausgefunden zu haben, dass das Relikt mit einem Event zu tun hat, oder überhaupt die Relikte, die eine riesige Halluzinationswelle vor einigen Jahren, oder vor 40 Jahren, wann war das, oder ich habe nicht aufgepasst, ausgelöst haben. Und anscheinend gab es jetzt quasi wieder so ein ähnliches, kleines Event, und sie haben ein Signal erhalten und wissen jetzt, dass das irgendwie zusammenhängt und wollen mich jetzt quasi in die tieferen Zonen reinschicken, denn da haben sie irgendwie ein Signal empfangen. Können dadurch potenziell, sage ich mal, meine Zwangsverbindung hier, die wir jetzt haben, mit dem Relikt auflösen und eventuell eben auch auflösen, wie das mit den Halluzinationen lief. So verstehe ich das, korrigiert mich da gerne. Ich finde das teilweise, ich war jetzt gerade so mit meinem Move da beschäftigt, die gepanzerte Platte von dem Auto zu lösen. Das ist übrigens das, was ich gerade gemacht habe, genau. Ich habe einfach nochmal mit meinem Befreier eine gepanzerte Platte gekriegt. Boah, hier ist richtig Strahlung, ey. Hilfe. Muss man die eigentlich auch scannen? Kann man die irgendwie scannen? Anomalie, ja. Heißstaub. Oh, ich muss hier raus. Eieiei. Okay. Ich muss mich mal heilen. Das hier. Einmal Medikit. Zack. Und dann kann das hier alles hier rein. Sehr schön. Anomalie gescannt. Fit. Und jetzt geht's davor. Alles klar. Wir sind auf dem Weg. Ja, also das hat jetzt einfach so ein bisschen das Story-Event getriggert, dass die sich darüber unterhalten, was das jetzt gerade mit uns gemacht hat, in der letzten Episode durch dieses Portal zu springen. Und es gibt eine Möglichkeit, dass ich nicht verrückt werde, weil ich zu sehr auf mein Auto fixiert bin. Was ja auch beruhigend ist, sag ich mal. Aber ich mag mein Auto. So. Oh, guck mal, was da ist. Oh, das ist gut. Jetzt passt mal auf. Jetzt müssen wir erstmal diesen Elektroturm zerstören. Zack. Hier raus. Weil da vorne ist etwas. Oh, der schmeißt schon Blitze. Ich kümmere mich erstmal um den Turm. So, der müsste aus sein. Sehr schön. Das hier ist eine gute Anomalie. Ja, das gibt's auch. Ein pulsierendes Herz. Und die nutzen wir jetzt gleich mal. Pulsierende Herzen, die heilen nämlich tatsächlich das Auto, wenn es in der Nähe steht. Ich bin jetzt zwar voll geheilt, hätte ich jetzt tatsächlich meine gepanzerte Platte, die ich da abgesprengt habe,
gar nicht heilen müssen. Weil das heilt hier schön mein Auto. Und wenn ich nah genug dran bin, glaube ich sogar mich. Ich bin jetzt bei 95% und schon bei 100. Perfekt. Cool. Damit sind wir wieder so gut wie neu. Dann einmal hier um links, rechts, außen herum. Oh, da ist noch eins. Verdammt. Dann ist das schon der Anker. So, dann parken wir hier. Da sind Anomalien, Touristen. Licht ist aus. Jetzt ist die Frage der andere, ob der da oben auf dem Berg ist. So, hallo. Oh, guck mal hier, Elektroteile. Sammeln, sammeln, sammeln. So, große Truhe, auch gut. Und das war's. Nee, das war's natürlich nicht. Oh. Oh, sehr gut, das ist passend. Das ist sehr passend. Jungs, ihr steht im Weg. Ah, herrlich. Sag mal, habe ich da nicht gerade einen roten Kristall? Ja, das ist das Ding, was ich vorhin erwähnt habe. Thermosaft. Die kommen manchmal aus Touristen raus. Das sind die Teile, die man braucht, um den Turbomotor herzustellen. Aber ich brauche so viele davon. Und ihr seht, Touristenfarmen lohnt sich da nicht wirklich. Das war jetzt gerade mal einer. Jetzt geht hier wieder die Hölle los. Ah, ich wollte gar nicht einsteigen. Ich muss noch den Anker loswerden. Andere Seite. Jetzt geht's hier wieder los. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz auf die Karte gucken. Ich hätte schon genug Energie, um abzuhauen tatsächlich. Ein Kalem. Aber hier ist noch einer. Jetzt ist die Frage, ist der in dem Tunnel? Oder ist der oben drüber? Ich fahre jetzt durch den Tunnel durch. Und wir gucken uns das mal an. Ah, das haben wir. Ja, ich befürchte, es ist oben drauf. Also wahrscheinlich muss ich hoch. Jetzt fahren wir trotzdem mal durch den Tunnel. Licht an. Oh, jetzt wo ich weiß, dass ich den Motor erforscht habe, will ich unbedingt eigentlich den größeren Motor. Guck mal, wie langsam wir sind. Beschleunigung ist nichts hier. So, ist jetzt hier der... Nee, hier ist kein Anker. Okay, nicht schlimm. Ich hole mir trotzdem kurz die Ressourcen hier. Verbrauchen wir aber auch Licht hier drin, aber bitte nicht von meinem Auto, weil sonst ist die Batterie leer. Da war, glaube ich, so ein größeres verlassenes Auto. Zack. Und Ressourcen. Stahlplatten immer schön aufbrechen. Hier ist nichts dran. Okay. Kofferraum. Kofferraum hat er was. Perfekt. Nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Was ist das dunkel? Ich habe gehofft, meine Fackel hilft, aber ich habe sie schlecht geworfen. Ist nicht schlimm. Wir machen das jetzt hier alles schnell kaputt. So. Und so, und dann nehmen wir den Staubsauger. Swoosh. Swoosh. Und dann haben wir es schon. Perfekt. Das reicht. Und wir hauen hier wieder ab. Die Pistole behalte ich mal. Mein Kofferraum ist eh demnächst voll. Oh, es ist finster. Und es gibt sogar eine Anomalie, die macht alles wirklich dunkel. Also da ist draußen auch alles komplett dunkel, da siehst du gar nichts. Wenn du da keine gute Taschenlampen und Co. dabei hast, da siehst du wirklich blind. Das ist richtig fies. Da vorne ist ein Ausgang auf jeden Fall, den wir nutzen könnten. Jetzt muss ich aber irgendwie da hochkommen. So, da ist nochmal ein Squire, aber tatsächlich... Ja, ich steig mal ganz kurz aus. Nicht nur wegen Ressourcen, sondern ich habe ja die Hoffnung. Wo ist das Auto? Nicht so weit gefahren. Tatsächlich. Guck mal hier, wenn ich gepanzerte Türen nämlich aufbreche. Ja, genau. Da hat man auch manchmal, da war er, so ein Thermosaftkristall drin. Also das sind die zwei Möglichkeiten am Anfang des Spiels, diese Thermosaftkristalle zu bekommen. Aber es ist natürlich unglaublich mühsam, die so zu... farmen. Und später, oh, das ist nochmal eine gepanzerte Platte. Egal. Die könnte ich gebrauchen für mein Auto. Aber da ist auch nochmal so ein Kristall.
Zwei sogar, wow. Jackpot. Wenn jetzt nochmal eine Platte ist, dann nehme ich sie. Aber ich glaube, das war's. Ja, später im Spiel hat man da mehr Möglichkeiten, aber an dieses Thermosaft-Kristalle zu kommen. Aber jetzt bin ich da leider noch etwas eingeschränkt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da genügend zusammenbekomme. So. Wie komme ich jetzt da hoch zu meinem... zu meiner Energie? Wir kommen jetzt hier auf jeden Fall mal aus dem Tunnel raus. Ah. Okay, dann halt mal hier an und ich schaue mal auf die Karte. Ich biege jetzt einfach hier rechts ab und fahre hier rüber, ne? Das müsste es sein. Zack, da hoch müssen wir. Also die nächste rechts, dann komme ich zu meinem Anker oder ich breche einfach durch. Schauen wir erstmal hier rein. Oh, schön. Farbe. So. Komm, ich zieh mal hier die Glühbirnen raus, wenn ich hier direkt zwei habe. Ah, ich habe keinen Platz mehr. Das war noch kaputt. So. Wartet mal. Oh, ich stehe mitten in so einem Wirbel. So, das passt. Dann können wir den Staubsauger nehmen. Und jetzt müsste ich auch genügend Platz für die Glühbirnen haben. Sehr schön. Gut. Ressourcen weg. Ja, und jetzt bin ich langsam voll. Ich glaube, ich riskiere es einfach mal da... Ach, das ist schon die Straße. Ich riskiere gar nichts. Das ist ja schon die Straße hier. Was ist da hinten? Ich glaube, das war nur noch mal so ein... da hat irgendwas grün geleuchtet, aber das war wahrscheinlich noch mal so ein Ding. Warum kann ich dich nicht scannen? Verlassenes Auto. Okay, das haben wir schon. Das haben wir schon und haben gerade auch schon eins gelootet, also brauchen wir das nicht noch mal. Das ist, glaube ich, noch mal so ein Heil... so eine Heilanomalie, die da hinten grün geleuchtet hat, kann ich mir vorstellen. Ich will nur gucken, weil ich habe ja noch zwei Sachen hier, die ich noch nicht gescannt habe, plus so ein Laster. Aber ein Laster habe ich jetzt leider nicht gesehen. Deswegen gucke ich die ganze Zeit, was ich noch scannen kann hier. Scan away. So, ich glaube, wir müssen da hinten über die Brücke. Also hier links hoch, da habe ich mir eine Markierung gesetzt. Das ist gut. Geht's über die Brücke und dann müssten wir eigentlich direkt auf die Anomalie zufahren. Und dann können wir hier abbauen. Ein Kalem habe ich. Vielleicht habe ich jetzt gleich zwei und dann haben wir nochmal ein bisschen was für Upgrades, weil nur mit einem komme ich nicht wirklich weit wahrscheinlich. Oh, das ist ein Entführer. Vielleicht parke ich hier. Bin ich ein bisschen geschützt durch die Brücke. Scheinwerfer aus, Motor lasse ich laufen. So, schnell hier in den Wald. Dann steht mein Auto vielleicht auch im besten Fall weit genug weg. Oh nein. Ich glaube, er hat mein Auto gefunden. Ja, er hat mein Auto gefunden, oder? Oder er findet mich. Er hat nämlich so ein Geräusch gemacht, aber anscheinend. Vielleicht kam er nicht ran wegen der Brücke. Vielleicht ist die Strategie aufgegangen. So. Okay, perfekt. Jetzt müssen wir nur noch unseren Exit planen. Aha. Also theoretisch das Ding. Aber dann kann ich ja bis hierhin fahren. Jetzt ist nur die Frage, ist der unten der Ausgang oder oben? Aber ich denke, ich bin safe, wenn ich bis hierhin fahre. Und dann fahre ich einfach drauf zu. Und hol mir das. Das ist der Plan. So, okay. Das ist der Plan. Ja. Das sollte aufgehen. So, jetzt hier dran vorbei. Licht an. Batterie reicht dafür. Und dann haben wir schon eine erfolgreiche Tour wieder, wenn wir jetzt hier ungeschoren davon kommen, weil der Kofferraum ist voll mit Ressourcen. Und wir haben neue Anomalien. Hopp, ich muss hier parken. Anomalien gescannt. Oh, kommt der bis hierher? Oh, ich muss den ausmachen.
Einmal. Oh, oh, der erwischt mich. Boah. Boah, der hat mich böse erwischt. Und jetzt ist mein Hammer kaputt. Oh, verdammt. Oh, 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 oh. Schnell zurück. Meine Taschenlampe und mein Hammer sind kaputt. Dann kann ich das so und so. Ich finde das cool, dass er sich das manchmal merkt, auf welcher Position die Gegenstände waren. Hopp. Und die dann, sobald man sie wieder in die Hand nimmt, direkt nachbaut. Oder an die gleiche Stelle macht, besser gesagt. So. Ich nehme noch mit. Taschenlampe. Turm ist aus. Hier haben wir schon gelootet. Und da ist nochmal so ein Häschen. Kann ich mich da heilen einfach? Ah, der macht das nur, wenn das Auto dasteht. Interessant. Gut zu wissen. Funkturm haben wir. Oh, da ist nochmal was zum Looten, aber da ist auch ein Entführer. Jetzt passt mal auf, was ich mache. Wir machen eine Fackel. Schmeißen die nach da, weil tatsächlich werden die Entführer von Fackeln angezogen. Guckt, jetzt schnappt sich die Fackel und haut damit ab. Das finde ich sehr, sehr gut. So, dann haben wir das. Oh, sorry. Ich wollte nicht stören. Hast du so einen Saft dabei? Nee, leider nein. Naja, gut. Das wäre jetzt auch zu viel des Guten gewesen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch... Jetzt heile ich mich ganz kurz da vorne. Und dann machen wir die finale Fahrt in das Portal. So. Ich will mich auch heilen, bitte. Ja, herrlich. Und mein Auto kommt quasi gesund dann zurück, im besten Fall. Weil, ich glaube, wir haben quasi keinen Schaden. So, und wir können das Ding aktivieren. Let's go. Oh oh. Fahren. Der Gang ist schon drin. Ist klar. Los geht's. Wir hauen ab. Wir hauen ab, wir hauen ab. 2,1 Energie dabei. Wow, guckt euch das an. Hammer. Und es ist direkt vor unserer Nase. Das ist sehr, sehr angenehm. Könnte ich sogar noch looten, oder? Ich habe Zeit. Guck mal. Oh, ich glaube, das mache ich. Komm, das machen wir. Ich park hier kurz. Ah, vielleicht lasse ich den Motor laufen. Licht kann aus. Hier ist hell genug. Alter, wie das aussieht. Oh, es ist doch schon die Strahlung da, ha? Oh, das war leichtsinnig. Und da ist ein Entführer. Das war leichtsinnig. Ich gehe jetzt einmal um das Haus rum. Ich bin süchtig. Ich bin süchtig nach Loot. Das nehmen wir mit. Zack. Okay, okay, okay. Hier ist nichts mehr. Okay, nichts Größeres. Doch, hier. Zack. Okay. Das muss reichen. Oh, oh, ich hoffe. Alter, jetzt kommen auch noch Anomalien. Energie passt. Energie passt. Alles gut. Ja, guck mal. Wir sind nur in der gelben. Die rote ist noch nicht mal im Ansatz da. Easy. Zack, reinfahren. Auto ist safe. Ah, das macht so Spaß. So, das war der nächste Run. Tourbericht, 20 Minuten. 2000 Meilen, okay. I owe you an apology. I screwed up. I nearly got you killed. The things I used to calculate as easily as turning a screwdriver, they're foggy now. The numbers don't work themselves out like they used to. I haven't been myself for a long time, but I haven't needed to be. It's been me and this cursed place I created and nothing else for decades. But now, knowing that whatever caused the mass hallucination is still out there, I need to know what it is and why the remnants are connected to it. Francis was right about the remnant and the mass hallucination's paired signals. If we can get them together, maybe they'll cancel each other out and you'll be free. It's a shaky theory at best, but it's the only lead we've got for now. You can do nothing and twiddle your thumbs until that remnant drives you mad. Or, if you're willing to work with me, I'll give you the best chance to survive this thing. Think it through. And fix up your car while you're doing it. You'll need to for whatever you decide from here. Okay. Also, sie will uns helfen. Stabile Route. Sie will uns helfen und hat sich wieder so ein bisschen gesammelt. Und ja, wir sollen das Auto reparieren und uns melden. Von daher, genau das machen wir, würde ich sagen. Wobei, das Auto tatsächlich
in recht gutem Zustand ist. Ich habe es ja nochmal repariert, auch wenn es jetzt ein bisschen in der Strahlung stand. Ich glaube, wir können genauso los. Ja, Macken hat es offensichtlich, aber ich habe noch keine erkannt, netterweise. Also vielleicht sind es keine schlimmen. Gib mir Feedback. Ich tank voll und wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich mache mal die nächste Tour bereit und dann kann es direkt wieder losgehen. Ich freue mich drauf. Lasst ein Like da fürs Video. Abo für den Kanal solltet ihr noch keine Abonnenten sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Bis dahin und tschüss.